Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Aerial Hoop Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir Nadine Rebel. Heute sitze ich schon mal oben, weil es heute um die untere, obere Ebene geht und um die Aufhängung. Wir brauchen heute alles und zwar machen wir den Super Hold Plank. Wie schaut der aus? Folgendermaßen. Wie kommen wir rein? Folgendermaßen. Wir sitzen oben und sortieren uns erstmal. Gut. Wir setzen uns mittig, fast wie in einem Man in the Moon. Das ist unsere Ausgangsposition. Sodass wir den Hub wirklich am Steißbein haben. Dadurch haben wir hier ein bisschen Luft, wo wir mit der Hand nachher unten drunter greifen können. Die andere Hand greift im Spanish Grip nach oben, leicht getwistet. Und jetzt auf dem Weg zum Super Hold Plank müssen wir sowieso uns hier hochdrücken und können den Plank Straddle und den Plank Pike auch noch mit dazu machen. Das ist eigentlich eh schon auf dem Weg zum Super Hold Plank. Wir haben also den Griff hier, hier unten. Wir rutschen nach unten, unsere Schulter ist hier dran. Und wir drücken uns hoch in den Straddle. Wenn wir die Beine schließen, sind wir im Pike. Und wenn wir jetzt hier nach oben gehen, jetzt seht ihr, das sieht noch nicht schön aus mit meiner Haltung hier. Jetzt muss ich mich hochdrücken und das Brustbein nach vorne schieben. Dann bin ich im Super Hold Plank. Wenn ihr merkt, die Kraft verlässt euch, lasst den Po langsam gleiten, das Bein gleitet am Hub entlang. Ihr kommt ganz bequem wieder zum Sitzen nach unten, nur die Hand hier oben nicht loslassen, das ist das Wichtigste dabei. Und jetzt könnt ihr wieder durchschnaufen. Guter Grip und ein bisschen Schulterkraft ist notwendig. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!